Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Anzing. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. Auf der Bank vor dem wunderbaren Lohrhaus. Und das ist der Martin Lohr, der Sohn des Hauses. Erst einmal Servus. Servus. Wir nutzen das schöne Wetter in deinem schönen Bauerngarten. Marion, Servus. Das hast du alles selber abpflanzelt? Ja, da, bei mir wohnt der Pole und der macht viel auch. Der hat da im Garten und der hat mir das Haus viel hergekriegt. Also das, wie alt ist das Haus? Ja, Baujahr vor 1800. Wir sind wieder umgeben von Kunst, liebe Zuschauer. Das mögen wir gerne. Und wenn die Haustür aufgeht und wir betreten diese Räumlichkeiten, haut uns relativ immer wieder schnell einen Schalter raus. So sagt es die Frau Schieder über Siegfried Horst. Das ist er aus Anzing. Ja, erst einmal Servus. Schön, dass wir reinschauen dürfen. Ja, freut mich, dass du da bist. Ja, das sind viele Gesichter in ganz besonderer Art und Weise. Ist dein Gesicht auch schon mal gezeichnet worden? Natürlich. Also wenn man genau hinschaut, kann man auf vielen Bildern zum Beispiel. Das da, bist du? Da kann man mich erahnen. Man muss sagen, dieser Bursche hier ist aus einem Künstler-Ehepaar der Liebe fruchtend entstanden. Ja? Erzähl was zu deinen Eltern. Sie wissen gleich, wen wir meinen. Meine Eltern sind 1907 geboren, beide im selben Jahr. Name? Josef Lohr und Margarete Lohr. Genau. Oder auch Gretel Lohr, je nachdem. Gretel war es, genau, ja. Was ist denn, jetzt mal ganz kurz, Herr Abelt, was ist Ihr Liebstes? Was fließt Ihnen am besten aus der Hand raus? Das sind jetzt letztlich die Linonschnitte. Das ist, wo haben wir denn? Ah, sowas? Ja, ja. Das liegt Ihnen am meisten? Das liegt mir am meisten, ja. Und zwar, ich habe da auch eine gewisse Meisterschaft erreicht. Weil ich habe in Augsburg an der Kunstschule das Linolschneiden gelernt, vor 65 Jahren. Vor 65 Jahren? Ja. So alt sind Sie doch gar nicht. Ich bin ja 85 jetzt. Sie sind 85? Ja. So, kurzes Erstaunen bei Frau Schieder, mal Luft holen. So, ich bin wieder da. Super. Und noch ein bisschen weiße. Noch ein bisschen. 65 Jahre. Du hast gesagt, mein Lieber, du zeichnest mich ein bisschen vor. Mhm. Aus dem Kopfe und dann zeichnest du mich. Ja. Die Profilneurose leben wir jetzt mal da drüben aus. Das bin schon mal ich angezeichnet. Echt? Ich guck, ja, doch ein großes Maul, wie ich erkenne. Was muss ich jetzt machen? Mich nur einfach hinsetzen. Hinsetzen und vielleicht das große Maul ein klein wenig halten. Aber ich muss doch Fragen stellen. Ach, du musst Fragen stellen. Aber ich muss doch wissen, was du so tust. Ja, also dann stell Fragen. Lieber Siegfried. Ja. Okay. Was ist das Schwierigste an Gesichtern? Ihnen einen Ausdruck zu verleihen, nachher. Okay. Dass man sich damit befasst. Nicht? Wenn man das Gesicht sich abwendet, dass das einem noch im Kopf bleibt. Darf ich fragen, was da jetzt bei mir bleibt? Also wenn Sie gefällt mir das richtig schöne bayerische Gesicht, die dunklen Haare, Gesicht. Die dunklen Augen, so ja, irgendwie ist mach das mal, so. Mach mal ein bayerisches Gesicht. Das habe ich noch nie gehört, ein bayerisches Gesicht. Lieber Frauen oder lieber Männer? Frauen. An was das wohl liegt? Das weiß ich auch nicht. Das ist ganz komisch irgendwie. Das fällt mir zwar immer wieder auf, aber ich weiß auch nicht, warum es mir immer wieder zu den Frauen hinzieht. Das kommt ihm schon langsam nahe. Doch, es gibt was ich erkenne. Jedenfalls sieht es gut aus, wie im Naturell. Schauen Sie mal Prachtburschen und Prachtmädels an. Das ist der Trachtenverein. Haben sich alle freigenommen, gell? Oder es sind alle Privatisten. Schauen Sie sich das an. Das ist nicht inszeniert. Mädels, ist das euer Schwarm? Das ist der Wildboy vor euch, oder? Schaut dann an, wer kommt im Bäuser nicht so. Wer ist denn das? Der Albino. Der Albino? Wieso heißt der Albino? Du weißt, der Albino, weil er Italiener ist. Ach, hallo, Bello! Bello! Das versteht ihr, oder? Ja gut, jetzt reden wir erst mal über dieses wunderbare Haus. Das ist der Jürgen übrigens. Du bist der Schäferwing, oder? Ja. Ja, sagen alle. Hallo, Bello! Albino! Ja. Ciao!
Wow! Was tut ein Italiener in Anzing? Ja. Ja, was, warum? Mein Vater war den ganzen Krieg in Berlin. Oh mein Gott, kann der weiterhin? Bitte, in dem Moment soll er weiter moderieren. Sag mal auf Italienisch, Servus, liebe Zuschauer von München TV. Ja, Servus, liebe Zuschauer von München. Auf Italienisch. Ah, ja, was soll ich sagen? Ja, Servus. Da Monaco, un saluto da Monaco a tutti quanti. So, und damit ist das Gespräch beendet. Das war der Trachtenverein. Anzing, Servus miteinander. Das ist ja Wahnsinn. Hallo, grüß euch. Lass mich mal in die Mitte rein. Fräulein. Also, ja, geht's ja. Passt schon. Komm schon nur einer, so ist es nicht. So, wer bist du? Ich bin der Martin. Aber Thierry. Ich bin der Franz. Franz? Ich bin der Valentin. Oh, sind das schöne Namen, Valentin. Ihr Kind, ihr plattelt ihr, was macht ihr? Wir plätteln. Soll ich das mal sehen? Ja. Ja. Ja, ja, macht's mal, stellt euch mal auf. Hummer muss ich auch. Jetzt einfach mal so platteln, gell? Chidri kommt ein und verlangt. Bitte schön, Burschen, habt ihr auch Mädels dabei? Also, die haben nicht platteln, gell? Mädler und platteln gibt's nicht, gell? Gibt's nirgends. Diese Tradition wird nicht aufgebrochen. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das machen bloß Buben. Mit welcher Überzeugung du das auch sagst, gell? Das gibt's nicht. Wird's nie geben. Nein, mach auch nicht, ich finde das sowieso mit den Wadeln besser bei den Burschen. So, seid ihr soweit? Achtung, Musi haben wir auch? Jetzt bin ich aber gespannt. Habt ihr Musi dabei oder keine? Ach so, ich bin so ungeduldig, gell? Oh! Schön. Der ist ganz wichtig. Ja, aber das ist ja schön. Das ist so herrlich, wenn. Und Socken rutschen auch noch, gell? Ja, das macht nichts. Ja, das ist ja wunderbar, weil es ist geil. Ich weiß, ich am schönsten finde, sind die kleinen Haferl schon für die Burschen. Ja, ja. Herrlich. Ich bin jetzt sehr gespannt, welche Farben noch verwendet werden. Wir zeigen Ihnen dann das Ergebnis irgendwann. Vielleicht wird es ausgestellt oder auch nicht. Aber ich merke, dass ich sehr viel Farbe ins Gesicht bekomme. Lieber Siegfried, ich bleib dir weiter Model. Ja. Bleib jetzt so da sitzen. Ja. Sehen Sie das nächste Mal. Servus. Das war die Ortschaft der Woche. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Anzing. Wechseln Sie jetzt.